Diese Welt hier, in der wir leben, ist nichts als eine Kulisse, wie eine Theaterkulisse. Und genau wie beim Theater ist die wirkliche Welt dahinter. Die wirkliche Welt hinter dieser Welt, die ihr sehen könnt, das ist die spirituelle Welt. Denn der Mensch besteht nicht nur aus Fleisch und Blut, sondern er hat einen Geist und das kann man auch beweisen. Es ist sogar schon bewiesen. Jeder, der glaubt, dass alles, was wir denken, was wir fühlen, unser Verstand, unser Bewusstsein, nur rein aus dem Fleisch kommt, der ist im höchsten Grade naiv, im höchsten Grade getäuscht. Der Mensch ist nämlich viel komplexer als nur eine Ansammlung von Synapsen und Neuronen. Die Synapsen und Neuronen, die nichts anderes machen können, als bioelektrische Impulse weiterleiten. Genau wie ein Schaltkreis in einem Computer. Aber der Computer kann von sich aus nichts selbst machen. Es bedarf einen User. Und genauso bedarf es für euren Körper einen User. Euer Körper kann von sich aus nichts selbst machen. Er bedarf der Seele. Unsterbliche Seele, die in euch ist. Das seid ihr. Euer Bewusstsein. Euer Verstand. Euer Wille. Eure Gefühle. Das seid ihr. Das ist eure Seele. Die Zeit, in der dieser naive Glaube, dass alles nur aus dem Fleisch kommt, als Wissenschaft galt, ist längst vorbei, denn die Wissenschaft weiß heute genau, dass der Mensch nicht zufällig entstanden sein kann und auch nicht durch Evolution. In den Fossilien wird es abgebildet, es gibt alle Arten, sind sofort da gewesen, explosionsartig. Das ist das sogenannte Konzept des Neodarwinismus. Darwinismus ist tot. Es wird heute noch an Schulen gelehrt, aber wenn man dies studiert an Universitäten, dann wird einem beigebracht, Darwinismus hat es nicht gegeben. Aber heute sprechen wir vom Neodarwinismus, von der kambrischen Explosion. Bums, und es war alles da. Wo ist der Unterschied zur Schöpfung, frage ich da noch. Die Wissenschaft weiß heute genau, dass die Evolution nicht alles erklärt. Sie wissen, dass der Mensch einen Geist hat. Er muss einen Geist haben, dass es eine geistige Dimension gibt und damit einen Schöpfer. Und wir wissen das nicht erst, aber wir wissen es genau, seitdem das menschliche Genom vollständig entschlüsselt ist. Denn das menschliche Genom enthält alle Informationen, die für die Körperfunktion notwendig sind. Alle körperlichen Funktionen, die Gesamtheit aller körperlichen Merkmale werden durch die Gene gesteuert und kontrolliert. In eurem Körper gibt es nichts ohne Gene und die Gene werden weitervererbt. Ihr haltet 50% von der Mutter und 50% vom Vater. Wenn jetzt euer Bewusstsein und euer Verstand rein aus dem Fleisch käme, dann müsste er auch von euren Genen gesteuert und weitervererbt werden. Das wird er aber nicht. Und das kann er auch nicht, denn euer Bewusstsein ist individuell. Jeder Mensch hat sein eigenes Bewusstsein. Es kann nicht vererbt werden. Denn was würde es bedeuten, wenn euer Bewusstsein vererbt werden würde? Es würde bedeuten, dass euer Vater sich zum Beispiel, dass ein Vater sich durch die Augen eines Sohnes selbst sehen kann. Und das ist unmöglich. Es wurde noch nie beobachtet. Es ist ausgeschlossen. Und das beweist, dass das Bewusstsein und der Verstand, euer Wille, eure Gefühle nicht durch Gene gesteuert werden und damit nicht zum Fleisch gehören. Denn es gibt nichts in unserem Fleisch, in unserem Körper, das nicht durch Gene gesteuert wird. Nur das Bewusstsein und eure Gedanken werden nicht durch Gene gesteuert und auch nicht durch Gene vererbt. Und das beweist, dass euer Bewusstsein nicht zum Fleisch gehört, sondern zu einer außerkörperlichen Entität, nämlich zum Geist. Es beweist, dass der Mensch einen Geist hat. Ihr habt einen Geist und dieser lebt ewig. Wenn euer Körper stirbt, dann lebt euer Geist weiter. Schaut euch Berichte von Nahtoderlebnissen an. Menschen, die klinisch tot gewesen sind, sie berichten genau das. Sie fahren aus ihrem Körper, sehen ihren toten Körper auf dem Operationstisch liegen und erleiden dann in der Hölle die schrecklichen Peinigungen. Genau dies erzählen sie. Und sie wissen, dass sie ewig darin bleiben müssen. Nur durch die Gnade Gottes werden sie errettet. Und dies ist eine angemeldete Versammlung und wir haben das Recht, wir haben Redefreiheit. Wir sind in Deutschland und wir sind nicht in einem chinesischen Land, in dem Redefreiheit verboten ist. Wir sind, nein, sicherlich nicht.
Sicherlich nicht. Wir sind hier und haben das Recht, frei zu sprechen. Ja, hol die Polizei, dann wirst du es erkennen. Ja, mach dies. So ist es richtig. Wir sind Law and Order Menschen. Wir sind dafür, dass das Recht richtig angewendet wird. Und hier auf die Erde seid ihr nicht gestellt, um in euren fleischlichen und materiellen Gelüsten zu leben, sondern Gott zu erkennen und im Fleisch zu leben. Denn die Sünden, die trennen euch von Gott. Denn ihr dient nicht Gott. Es gibt aber trotzdem eine Rettung, eine einzige Möglichkeit, wie ihr von eurer Sündenschuld befreit und vor Gott gerecht gemacht werden könnt. Nämlich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er war der Einzige, der ohne Schuld war. Er war der Einzige, der ein sündloses Leben gelebt hat. Er hat sich unter die Verbrecher zählen lassen, ohne zu widersprechen. Und er hat die Strafe eines Verbrechers auf sich genommen, den Tod, ohne dass er eine Schuld hatte. So hat er die Schuld eines anderen auf sich genommen und die Strafe erlitten, die ein anderer verdient hat, nämlich wir. Wir sind die Schuldigen, wir haben den Tod verdient, wir sind alle Sünder. Wir haben gelogen, betrogen, Ehebruch begangen und Jesus hat den Preis bezahlt, den wir zu bezahlen haben. Stellvertretend für uns hat er den Preis bezahlt, nämlich den Tod. Bei Gott gibt es nur eine einzige Bestrafung für unsere Sünden und das ist der Tod. Und jeder, der an den Sohn glaubt, der wird gerettet. Denn wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer aber nicht an den Sohn glaubt, der hat das Leben nicht und der Zorn Gottes bleibt über ihm. Denn wenn du glaubst an ihn, den Herrn, Jesus Christus, dann wird Jesus zum Vater im Himmel sagen, lass ihn herein, denn er bezieht sich auf mein unschuldig vergossenes Blut. Jesus ist unser Retter. Er hat den Preis bezahlt für unsere Schuld, die wir zu bezahlen haben. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen geliebten Sohn hingegeben hat, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn es ist uns kein anderer Name gegeben unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden können. Es ist nur der einzige Name, der Name aller Namen, Jesus Christus. Halleluja. Jesus ist unser Retter. Wer ihn bekennt, der hat auch den Vater. Aber wer ihn nicht bekennt, der hat auch den Vater nicht. Denn so spricht der Herr, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Aber wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer an den Sohn glaubt, der wird nicht verdammt. Wer aber nicht an den Sohn glaubt, der ist bereits verdammt.